So, hallo Edda-Freunde. Hier seht ihr, wie ich ein 7er Magazin tadellos durchschieße, eins nach dem anderen, ohne Probleme, nachdem ich die berühmten Tuning-Keile eingebaut habe. Na gut, dass das Ganze nach dem Einbau alles noch einwandfrei funktioniert, ist ja auch das Mindeste, was man erwarten kann. Ob es jetzt durch die Tuning-Keile noch irgendwelche anderen Effekte gibt, insbesondere vielleicht eine Geschwindigkeitssteigerung in den Bolzen, dem werden wir jetzt mal gemeinsam auf den Grund gehen. Also Rückblick, es geht zurück. Hier sind die Tuning-Keile, die ich jetzt mal einbauen werde. Also zwei kleine 3D gedruckte Plastikteile, die jetzt vorne eingesetzt werden, wo der Wurfarm eingeklemmt ist bei der Edda. Aber bevor wir das Ganze machen, möchte ich jetzt erstmal schauen, wie schnell die Edda schießt ohne diese Tuning-Keile, und möchte dann auch mal die entsprechenden Joule ausrechnen, also die Energie, die auf diese Pfeile drauf kommt. Und dazu wiege ich jetzt erstmal hier 5 Pfeile ab, mit denen ich jetzt gleich mal 5 Schuss machen werde, und habe dann hier ein Durchschnittsgewicht ermittelt in Höhe von 12,69 Gramm pro Pfeil. Naja, und wenn ich jetzt dann noch die Geschwindigkeit messe, dann kann ich mit der Formel 1/2 mal m mal v Quadrat die kinetische Energie ausrechnen, die auf den Pfeilen ist. Die Masse von den Pfeilen müssen natürlich dann in Kilogramm in die Formel reinfließen, und die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde, genauso wie ich es jetzt hier gleich messen werde. Neunundsiebzig. Na, das kann nicht stimmen. Also der letzte war ein Messfehler. Das heißt im Schnitt 79,5 Meter pro Sekunde. Das macht dann 40,1 Joule. Das ist schon gar kein schlechter Wert für so eine Edda mit dem 130 Pfund Wurfarm. Naja, aber jetzt baue ich mal das Ganze ab, um mal zu zeigen, in welcher Position jetzt hier die Sehne liegt, bevor ich das Ganze umbaue. Also man sieht, wenn das Ganze ausgebaut ist, ist die Sehne hier ziemlich weit unten an den Sehnenstoppern. Und wenn es dann immer eingebaut ist, wird sie natürlich immer hochgedrückt, weil sie da auf der Schiene der Edda aufliegt. Naja, jetzt möchte ich aber mal die Sehne entfernen als erstes. Dazu nehme ich diese Hilfssehne, die ja da dabei war. Hängen die da in die inneren Rillen von diesen Endkappen ein und hängen sie dann ein in die Schlosskralle und ziehe dann ganz normal das Ganze zurück, wie man normalerweise eben die Edda spannt. Kann dann hier die Sicherung einlegen und kann dann hier diese Sehne entfernen. Naja. Wenn ich dann die Sehne entfernt habe, dann baue ich jetzt diesen Wurfarm wieder ab. Ja. So, jetzt kann man hier einmal das Ganze locker entspannen. Und die letzten paar Zentimeter kann ich dann auch einfach das Schloss auslösen, den Trigger ziehen. Da passiert nichts. Und jetzt
wieder den Wurfarm entfernen und jetzt vorne die Schraube lösen. Mit der Wurfarm hier in dem Teil hier festgeschraubt ist. Da muss man gar nicht viel schrauben, dann kommt einem das Ganze hier schon locker entgegengefallen. Also es sind ja da auch zwei so Kunststoffplatten vorne und hinten an dem Wurfarm und ganz vorne eben noch so eine kleine Metallplatte, auf die dann die Schraube drauf gedreht wird von vorne. Also die Metallplatte brauchen wir natürlich jetzt gleich wieder. Und die zwei vorhandenen Kunststoffteile, die können wir jetzt erstmal zur Seite legen. Und dafür kommen dann eben jetzt diese zwei sogenannten Tuning-Keile rein. Also einer vor den Bogen und einer hinter den Bogen. Machen wir zuerst den rein, der hinter den Bogen kommt. Der muss dann so reingemacht werden, dass der dickere Teil des Keils oben ist. Weil wir wollen ja erreichen, dass der Wurfarm, der Bogen, so eine Neigung nach oben bekommt, sodass die Sehne etwas weiter oben ist und nicht so stark auf die Schiene gedrückt wird. Also jetzt der hinten reinkommt, da den dickeren Teil nach oben einlegen. Und bei dem, der vorne drauf kommt, da kommt dann der dickere Teil nach unten und da gleich jetzt die Metallplatte am besten mit drauf und das Ganze dann zusammen hier reingeschoben. Dann natürlich das Entscheidende wieder, dass der Bogen halt genau mittig liegt. Also man kann sich ja da orientieren an diesen weißen Linien, die auf dem Bogen drauf sind. Manchmal ist es aber sogar so, dass die vielleicht nicht so 100% mittig aufgedruckt sind. Das kann jeder bei seinem eigenen Bogen mal selber nachmessen. Ob diese weißen Linien wirklich schön mittig sind, dann kann man sich daran orientieren. Ansonsten kann man hier notfalls auch nochmal nachmessen nach dem Einbau, dass der Bogen wirklich wieder mittig platziert ist. Und jetzt so einigermaßen handfest anziehen. Also das muss nicht so bullenmäßig festgezogen sein. Hauptsache hier wackelt nichts mehr. Naja, und dann können wir jetzt mal schauen, was sich jetzt geändert hat. Das sehen wir aber tatsächlich ja erst, wenn wir jetzt die Sehne wieder einbauen, ob die jetzt schon ein bisschen höher platziert ist. Also das ganze Spielchen wieder zurück. Den Bogen wieder einlegen. In die Etter und mit dem Stift natürlich fixieren. Dann nehmen wir wieder unsere Hilfssehne. Haken die wieder ein in der inneren Rille von diesen Endkappen. Naja, und spannen dann damit wieder den Bogen. Also ich mache das jetzt wieder, indem ich das in die Kralle hier reinhänge. Boah, kann sich da geschickter anstellen oder nicht so geschickt. So, also jetzt rein in die Kralle und dann wieder gespannt, ganz normal. Sicherung wieder rein. Na, und jetzt die Sehne wieder rein. Also dann natürlich darauf achten, dass die Sehne durch die Schlaufen der Hilfssehne durchgeschoben werden. Also hier die Schlaufen der Sehne durch die großen Schlaufen der Hilfssehne durch und natürlich auf diese äußeren Rillen hier eingehängt. Auch wieder schauen, dass sie wieder möglichst genauso ein bisschen eingedreht ist, wie sie vorher war. Also meine ist ja vielleicht so 5-6 Mal eingedreht, die Sehne. Naja, und dann kann ich jetzt hier wieder vorsichtig ein bisschen entspannen und den Rest gar auslösen und dann haben wir die Sehne hier schon wieder drauf. Na, und jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt kann ich den Wurf auch mal wieder rausnehmen. Weil hier sieht man natürlich jetzt erstmal keinen großen Unterschied. Also die liegt immer noch auf der Schiene auf. Und das ist ja auch mal erstmal ganz gut so.
Aber wenn wir sie jetzt rausnehmen, können wir jetzt mal schauen, um wie viel die jetzt höher ist als ohne diese Tuning-Keile. Und wir hatten es ja vorher gesehen, da waren die Sehne ja ziemlich weit unten an diesen Sehnenstoppern. Na, und jetzt sieht man schon, es ist deutlich weiter oben. Wenn wir vielleicht mal wieder genau die gleiche Kameraperspektive einnehmen wie vorhin, also so exakt von vorne, dann sehen wir schon, naja, das ist bestimmt jetzt 4-5 mm weiter oben die Sehne, als sie vorher war. Das heißt, wenn ich es jetzt einbaue, wird sie natürlich nicht mehr so stark hochgedrückt und dadurch bestimmt vielleicht ein bisschen weniger Verschleiß auf der Sehne. Aber die Frage ist sie jetzt auch schneller? Also sind die Pfeile schneller? Deswegen messen wir jetzt hier mal wieder die Geschwindigkeit. 80. Einmal 80, einmal 79, jetzt noch nicht wirklich eine Änderung, muss man sagen. Ja, was war jetzt hier? Jetzt hat es mir hier meine Sicherung eingelegt, was ja eigentlich nicht passieren soll. Ich habe ja diesen speziellen Sicherungshebel drin, der dann eigentlich nicht eingelegt wird automatisch, und das ist mir jetzt hier einmal passiert. Das war aber wirklich jetzt auch nur einmal. Ich habe danach noch viele Schüsse gemacht und dann hat wieder alles einwandfrei funktioniert. Also wieder 79, also wirklich schneller ist das Ganze nicht geworden im Vergleich zu vorher. Man sieht jetzt hier, passt es wieder, hier ist jetzt die Sicherung wieder draußen geblieben. Und auch bei allen weiteren Schüssen, die ich jetzt danach gemacht habe, war wieder alles ganz normal. 80. Also wieder 80, also genauso wie es vorher eigentlich auch war, da hatte ich ja auch immer 80 oder 79 als Ergebnis. 80. Ja, in der 5. ja auch wieder 80. Man kann dazu sagen, hier gibt es eigentlich keinen Unterschied. Immer wieder 80 und 79. Also keinen Unterschied in der Geschwindigkeit. Ich habe jetzt mal hier direkt danach noch ein paar Schuss gemacht. Und dann auch die Schuss, die ich am Anfang des Videos gezeigt habe, wo ich noch ein paar Schuss aufgenommen habe. Man sieht, hier hat wieder alles einwandfrei funktioniert. Also die Schüsse gehen einwandfrei durch. Die Sicherung ist immer nicht automatisch drin, so wie das bei mir jetzt hier auch sein soll, bei meiner Konfiguration. Also man sieht, es funktioniert alles wieder einwandfrei. Es bleibt jetzt also nur festzuhalten, naja, die Sehne könnte sich eventuell wirklich vielleicht leichter oder ein bisschen weniger abnutzen, weil sie nicht so stark auf die Schiene gedrückt wird. Allerdings von der Geschwindigkeit habe ich jetzt keinen Unterschied. Also ob es jetzt da 1 oder 2% höhere Geschwindigkeit gibt, wenn ich jetzt mit den Tuning-Keilen schieße, das kann ich natürlich jetzt mit 4-5 Testschuss nicht nachweisen. Also da müsste ich jetzt, insbesondere weil so ein Kroni an sich schon eine Abweichung von plus minus 3% hat, ja viele 100 Schuss machen, um das nachzuweisen. Also das kann ich nicht nachweisen. Also es bleibt ungefähr bei der gleichen Geschwindigkeit. Und damit halt auch bei der gleichen kinetischen Energie wie vorher. Also ich kann nicht nachweisen mit den paar Schuss, die ich gemacht habe, dass ich jetzt hier 1 oder 2% mehr kinetische Energie habe. Und ich kann aber auch nicht das Gegenteil beweisen, dass es keine kleine Erhöhung der Geschwindigkeit und damit der kinetischen Energie gibt. Aber dass es hier eine Erhöhung um 10 oder 15% in der kinetischen Energie geben könnte, also das kann ich definitiv an dieser Stelle ausschließen. Ja, naja, damit bedanke ich mich wieder für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.